Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühlschrank von Dometic und ich sage gerade voraus, wir sind keine Dometic-Servicestelle. Aber ein Kunde hat den vorbeigebracht und er kühlt nicht, er braucht zu viel Strom und so weiter und so fort. Er kühlt nicht immer und da habe ich ihm mal das Mail her, hat er geschickt, weil wir haben gefragt, ob er genügend Spannung hat. Es liegt nicht an der Spannung. Er sagt, der Lüfter war sehr laut. Der Originallüfter, der drin ist, ist eine Messensache. Er hat jetzt einen anderen eingebaut, der leiser ist. Nicht, ja, Punkt. Kostet einfach mehr, weil der Lüfter darf ja nichts kosten in der Produktion. Kompressor ist nachts laut, auch im Silent-Modus. Der Silent-Modus bezieht sich ja nur bei diesen Kühlschränken auf den Ventilator, aber nicht auf den Kompressor. Der Kompressor läuft fast durchgehend ohne Unterbrechung. Da habe ich eben gefragt, wie sieht es aus mit der Spannung? Kühlung ist in Ordnung. Er kühlt, ich hatte den Testraum, Eisbildung an der Rückwand und der Kunde schreibt, wir haben den Eindruck, dass die Steuerung nicht merkt, dass die Solltemperatur erreicht ist. Abluft Dometic hat 3 Löcher in die Haube gebohrt, Lüfter im Deckel eingebaut. Also Dometic hat die Löcher nicht gebohrt, auf Anweisung von Dometic wurden die Löcher gebohrt. Wir schauen den Satz eben nachher. Ich habe den Kühlschrank im Testraum gehabt. Zuerst mit diesem Eisfach hier. Das kann man hier reinschieben und wieder rausnehmen. Und so habe ich einen größeren Kühlschrank. Wir schauen jetzt das aus der Nähe an. Ihr seht das hier. Hier habe ich eine Eisbildung. Das ist logischerweise das Kühlelement. Und hier oben habe ich eine Eisbildung und diese Tropfen, sieht man schlecht, diese tropfen natürlich dann hier runter, hier unten in diesen Ablauf und das läuft dann hier hinten runter und das müsste eigentlich beim Wohnmobil auch unten rausgeführt werden. War nicht. Aber das ist ein Problem vom Einbau vom Kühlschrank. Hier ist die Innenbeleuchtung und hier sitzt der Thermostat. Also die Sonde vom Thermostat. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe den gemessen und ich habe hier das Datenblatt von dem Kühlschrank. Ihr könnt das auch im Internet nachschauen. Nur hier habe ich einen Fehler. Das ist der Kühlschrank, der beidseitig öffnbar ist, hat aber keinen Einfluss auf den Energieverbrauch. Ich habe gemessen bei 5 Grad innen, 25 Grad außen, über 24 Stunden oder ein Tag, fast gleich viel. Und hier steht, er braucht 0,43 Kilowatt. Also heißt 430 Watt nach Angaben von Dometic bei 5 Grad innen, 25 Grad außen. Getestet mit dem Eisfach, weil das hat er mir mitgeliefert. Ich habe den mit dem Eisfach reingemacht. Ich habe auch Temperaturen erreicht. Minus 17 Grad, minus 10 Grad. Die Temperatur hat relativ stark geschwankt. Und so hatte ich einen Energieverbrauch von 635 Watt pro Tag. Oder pro 24 Stunden. Habe ich gesagt, da stimmt irgendwas nicht. Und habe die Messung ohne Eisfach gemacht. In den ersten 24 Stunden hatte ich dann einen Energieverbrauch von 452 Watt. War zu hoch. Nur wenn ich über 24 Stunden messe, genau dann, wenn er einschaltet, ausschalten und so weiter, stimmt das einmal nicht ganz. Und ich messe in der Regel 5 Tage. Jetzt nach 4 Tagen
Bei 5 Grad innen, 25 Grad außen habe ich einen Stromverbrauch oder einen Energieverbrauch von 431 Watt. Also genau das, was Dometic, das eine Watt vergessen wird, angibt. Gut, ich habe aber auch ein bisschen tiefer eingestellt gehabt wie 5 Grad. Ich hatte 4,5 und so. Also der Stromverbrauch, den Dometic angibt, ohne Eisfach, aber steht nicht im Katalog drin, stimmt. Was ich Mühe habe mit dieser Steuerung hier, dass ich die Temperatur auf 5 Grad hinkriege. Also die Steuerung schwankt ein bisschen hin und her, aber ich denke, das liegt hier oben an der Sondermontage und ich habe hier unten die Temperatur gemessen, nicht hier oben, weil hier unten ist dann ein bisschen kühler. Von dem her, der Schrank ist in Ordnung, außer eben die Steuerung. Dann hier der Griff, das ist ein durchgehendes Profil, ist auch in Ordnung. Wir drehen jetzt das um und schauen uns diese Haube an. Ich habe die jetzt draufgeklebt, weil die ist original zwar angeschraubt und gemäß Dometic hat der Kunde hier Löcher gebohrt, dass die Luft hier besser raus kann. Wenn wir das anschauen, die Haube macht hier relativ dicht, die Luft, der Kühlschrank ist auf dieser Höhe, also direkt unter dem Wohnmobildach, saugt die Luft hier an, die zieht es hier durch den Lüfter, durch den Wärmetauscher, oben durch, am Kompressor vorbei und dann vorne wieder raus. Und wenn ich diese Haube drauf mache, dann bläst die Luft hier raus und hier hinten wird es immer noch wärmer. Wenn ich solche Löcher mache, wäre meine Empfehlung, die auf der Seite zu machen, dass es von hier unten, da ist frei im Bus, dass es die Luft hier hochsaugt. Da habe ich hier kühlere Luft um den Kühlschrank rum und dann oben rausblasen. Also diese Löcher zu und eher hier. Das ist meine Meinung. Da gibt es intelligentere Leute, die schon mehr Kühlschränke eingebaut haben wie ich. Ich mache das erst seit 50 Jahren. Zum Kompressor. Das hier ist ein Weco-Kompressor bei Dometic Group. Und unten sieht man, das ist ein Wanbao. Das ist also ein chinesischer Nachbau vom Sekop Dampfkompressor, also der beste Kompressor auf dem Weltmarkt. Dass die Chinesen den Kompressor nachbauen, da darf er ja nicht schlecht sein, das Original, was wir verbauen. Ja, der Kompressor ist in Ordnung. Der Kühlschrank ist in Ordnung. Die Löcher spielen nicht so eine Riesenrolle. Aber der Energieverbrauch mit 430 Watt ohne Eisfach. Und eben wie ich gemessen habe, 635 Watt mit Eisfach ist relativ hoch. Wir haben keinen Kühlschrank in der Größe, vor allem nicht in der Breite und diesem Format. Unser identischer Kühlschrank wäre der 85er. Der hat hier einen Energieverbrauch bei 5 Grad innen, 25 Grad außen von 306 Watt pro Tag. Also er braucht fast die Hälfte Strom wie dieser Kühlschrank hier von Dometic. Ja, mehr kann ich nicht sagen zu dem Kühlschrank. Der Kühlschrank ist in Ordnung. Der Kühlschrank ist in Ordnung, was er verspricht. Ich kann in diesem Kühlschrank nichts reparieren. Punkt. Ich verlinke euch hier oben das Video über den 85er.
Den gibt es mit oder ohne Eisfach oder nicht rausnehmbar. Also hier oben der normale, hier unten der mit ohne Eisfach. Ja, und ich wünsche euch, nachdem das Video gesehen hat, einen schönen Tag.